Hi. Man hat es ja gerade gesehen, also ich werde hoffentlich den Kampf genauso gelassen haben. Problem ist bloß, ich habe mich jetzt sehr darauf versteift, dass wir den zweiten versucht haben. Ich glaube, wir hatten einen Perk drin, ich bin mir aber ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher. Die Sache ist, warum ich mich jetzt trotzdem nochmal melde und nochmal einfach so eine Runde machen werde. Ich hatte ja. Zum einen hatte ich versucht gehabt, mein Räumchen zu finden, wo ich dann wieder nochmal spawnen kann, sage ich mal so. Das hat nicht so gut funktioniert und ich war eigentlich recht gut dabei. Man hat ja jetzt gesehen, ich bin nicht mal mit voller Energie reingegangen und habe ihn doch gut runtergekriegt. Also wenn ich den ständig, also mit den gleichen Fähigkeiten immer, wenn ich üben kann, dann kriege ich das mit Sicherheit auch hin. Ich habe mir auch extra so ein Energiepack, wenn es wirklich, naja, richtig die Scheiße am Dampfen ist. Ja, habe ich mir auch zugelegt, musste ich aber zwischenzeitlich benutzen, weil ich wieder irgendwo runtergefallen bin, wo dann irgendein Kackviech war, was doch ein bisschen stärker war. Und jetzt sind wir wieder halt am Anfang. Die Sache ist, ich habe einiges noch. Ich weiß nicht, warte mal, kann ich das von der Datenbank her. Ich weiß nicht, ob wir das hatten. Mein Ende wartet am Anfang. Verlassen, Helios. Letzte Tour. Obwohl, man kann es ja. Ich muss es ja nicht vortragen lassen. Ich habe noch ein paar gefunden. Natürlich habe ich das jetzt nicht auf Dings, aber ich kann ja einfach mal so durchgehen. Foto meiner Mutter. Ich weiß nicht, ob wir das hatten. Das war es, glaube ich, noch gewesen. Seltsame Nachbilder. Wen es interessiert, der kann sich ja durchlesen. Das war, glaube ich, auch neu. Also, wie gesagt, ich habe einige gefunden. Leider außerhalb der Aufnahme. Weil ich ja zum Dings wollte. Und hier fehlt eigentlich wirklich bloß noch eins. Vielleicht komme ich da auch noch ran. Aber wenigstens was. Aber ja. Das, oh. Die Anspannung. Und jetzt sind wir wieder bei gefühlt null. Und ich habe. Habe ich das überhaupt. Also es geht schon alles besser, geschmeidig. Oh, ja, wenn man nicht quatscht. Aber ich glaube, ich werde sogar nicht mehr über den ersten Boss hinwegkommen. Also das ist halt ein bisschen. Ein wenig scheiße. Aber ich habe auch mal ein bisschen die Zeit genutzt, um mir mal das durchzulesen. Na, shit. Was so die einzelnen Dinger überhaupt für mich bedeuten. Also, was die mir bringen. Das Gute ist. Okay, ich habe einen Schlüssel. Das Gute ist, die 6 Äther habe ich immer noch. Ich meine, vielleicht habe ich ja Glück und finde dann mal endlich mal. Dings. Hatte ich das schon? Neu. Okay, abgeschlossen. Ene hatte ich schon. Ebene 3. Ja, das hatte ich schon. Hatte ich aber, glaube ich, jetzt auch nicht auf Cam gehabt. 71% Übersetzungsmöglichkeit. Ich habe halt noch ein paar zwischendurch gefunden. Und hier, ich habe jetzt bloß wieder 24. Upgrades der Maximum. Ja. Es ist halt ein bisschen frustrierend. Weil, wie gesagt, oder wie ich in der letzten Folge schon sagte, von ihrer Geschichte, das würde ich halt alles gerne mitnehmen wollen. Aber. Ich glaube nicht unbedingt, dass ich dazu komme. Und ich habe auch dann wieder die ganze Map aufgedeckt. Ich glaube, das ist auch relativ wichtig, dass du alles so weit mitnimmst, damit du stark genug bist. Wie gesagt, mit dem, ich habe jetzt echt. Ich saß da und dachte mir so, yo, Phase 2. Okay, Phase 2 kann auf jeden Fall kommen. Aber ja, Pustekuchen. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht in den scheiß Laser rein. Dreck. War ich ein bisschen zu schnell gewesen, beziehungsweise das Ding ein bisschen zu lahmarschig. Gehe gleich drüben hin. Ich will das nochmal sammeln, falls ich nochmal dann zum Räumchen. Ich meine, das geht, wenn ich wieder. Nein. Ich kann sagen, wenn ich wieder. Oh, ja, und das hatte ich kurz vor Ende gehabt. Obwohl, nee, ja, das doch, das ging.
Na, ja, man, immer wenn ich gucken will. Ja, ja. Und dann verfehle ich auch noch. Mann! Ich werde gleich wieder sterben, ne? Obwohl, jetzt sind wir gerade noch am Anfang, das ist nicht so schlimm. Ich war ja eh schon ein paar Mal davor zu sterben, kurz davor zu sterben, aber... Also ich für mich brauche auf jeden Fall mein Dings. Mein Karabiner. Da bin ich auf jeden Fall besser mit dran. Es geht ein bisschen schneller. Ist nur jetzt hier. Wir haben ihn gleich. So. Wie gesagt, das geht. Vielleicht jetzt so. Ja, plus 1. Ich hatte zwar ein plus 2 Dings gehabt, aber ist schon mal auf einem guten Weg. Außer dass ich fast tot bin. Das muss jetzt noch nicht so viel heißen. Außer ich renne hier wieder in so ein Dings rein. Okay, da drüben muss ich hin. Wenn jetzt natürlich irgendwelche nervigen Viecher kommen oder sowas. Na? Warte. Dass ich... Okay, Glück gehabt. Oh! Lol. Wirklich Glück gehabt. Was ist das Scheißviech jetzt? Ja. An sich die Idee dahinter war jetzt, ja, ich eh gerade auf Aufnahme gedrückt habe. Dass man mal gucken kann, wie ich mich angestellt habe. Ich glaube, gar nicht so doof. Die letzte Phase war bloß ein bisschen, aber ansonsten ging es, würde ich fast sagen, eigentlich. Außer, dass ich... Obwohl, das hat mir ein bisschen Ruhe gegeben, muss ich sagen. Ich will bloß nochmal reingehen, auch wenn hier nichts weiter ist. Dass ich mir so gedacht habe, yo, eigentlich, du hast ihn jetzt so weit runtergeprügelt. Also... Wenn wir dann nochmal dürfen, habe ich ja noch eine Möglichkeit. Aber ja gut, dann habe ich halt wirklich einen Perk gehabt. Gucken. Ich bleib mal bei Bonusschaden. Ist an sich sonst die gleiche Waffe. Ja. Na, super. Nein! Das wollte ich eigentlich nicht. Okay, das Problem ist bloß, ich bin gefühlt ein bisschen gefangen hier. Okay, gut, der kommt nicht. Der kommt dafür runter. Ich würde sagen, komm mal hoch hier. Nein, ja, am besten gleich drei. Bin ich schon tot? Noch nicht, aber gleich. Vielleicht hat bei dir auch mal Glück. Wenn ich dann nicht aus, dass ich wieder in irgendwas Kleines reinrenne. Warte, da ist noch... Nein! Gott. Warte, der muss erst weg. Wo ist es jetzt? Ich habe hier was Grünes gesehen, du kannst sagen. Da kann man sich theoretisch auch einen kleinen Fehler leisten, aber auch nicht wirklich. Warte, das Zeug noch vielleicht? Ja. Kann sagen, vielleicht schnell eingesammelt. Oh, hi. Sag mal. Wie kann man nur die ganze Zeit so nah vorm Tod sein? Komm ich da oben? Ja, da komme ich sogar hin. Ja, wir werden immer stärker. Ich war halt auch schon auf Stufe 3. Kann ich hier irgendwas aufschießen? Nee, ne? Okay, das macht.
macht nichts. Oh nein, die hasse ich ja auch wie Sau. Komm, 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 komm. Die kommen halt immer mit ihm zusammen. Oh, da. Mann, verpiss dich, du Kackvieh. Oh, dass er auch nicht mal immer alleine kommen kann, ne? Immer mit denen zusammen. Aber hier kann ich, glaube ich, mit einem Rondell laufen. Erst einmal, dass mich so ein Ding nicht erwischt hat. Ach ja. Und dann, dass man sich das immer wieder angucken muss hier. Komm, verpiss dich. Es lief halt teilweise so gut. Hier kam ich nicht rüber, ne? Das Gute ist, ich glaube, Fallschaden an sich haben wir ja auch nicht. Jetzt habe ich aber wieder meine normale Knarre bloß. Ja, also das wird, glaube ich, eins der Projekte sein. Und das ist, glaube ich, auch nicht so... toll. Ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn ich... Mann! Wenn ich das nicht beende. Nein! Ich würde sagen, er muss weg. Die sind alle nicht so schlimm. Hm. Okay, 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 das passt. Aber wenn ich halt jetzt, wie gesagt, ich versuche halt zu ihm zu kommen, so viel Energie wie möglich mitzunehmen, dass wir halt auch ein bisschen besser aufgestellt sind. Flup. Ich weiß halt nicht, wo ich da hinkomme. Und dann zu schauen, ob ich es da mal hinkriege oder nicht. Ich würde zu gerne die Dinger nehmen, machen und auch reinigen und sowas, aber... Nein! Oh. Hört auf mit euren Wellenangriffen, ey. Was ist denn der? Wenn das alles vorher nicht wäre, ne? Wär's ja Wunder... Boah. Wär's halt Wunderbärchen. Und gerade wenn... Kommt das durch die Tür geflogen? Wow. Okay, das war Glück. Mann, wo bist du denn? Jetzt komm doch mal ran hier auf den Meter. Alter, willst du mich verarschen? Komm doch aus der kacken Türe raus, Mann. Geht doch. Warte. Oh! Ja, lull, jetzt sind wir schon hier. Ich habe ja gar nicht gesehen, was ich da reingerannt bin. Also ich könnte es an sich probieren, aber ich habe halt meine eigentliche Waffe nicht, die ich ganz gerne hätte. Weil, es ist bestimmt doch so möglich, aber... Ohne irgendwas... Wir haben ein bisschen mehr Energie. Oh, ich bin halt echt am überlegen, ob ich rumrenne oder nicht. Es wäre einfacher, wenn ich mein... Ist das eher da? Ne, jetzt noch ein Schlüssel. Jetzt habe ich drei Schlüssel. Weil ich hatte vorher noch eine Türe gehabt, die ich nicht aufmachen konnte, weil es fehlen mir drei Schlüssel. Die habe ich aber jetzt. Naja, das reicht nicht. Ich würde halt gut vorbereitet gerne in den Kampf gehen und nicht... Warte mal, habe ich das Schnellreiseding da bei ihm schon freigeschalten? Oh, das kommt davor, ne?
Es ist halt auch fucking random. Also, wie lange du hier teilweise durchbrauchst. Ich meine, ich könnte es probieren. Aber habe ich genug Skill? Ich glaube nicht. Ich würde halt auch gerne eine bessere Waffe haben. Toll. Was ich aber nicht will, ist, dass mir wieder, naja, ich will nicht sagen, der Hahn zugedreht wird, aber... Ja, toll. Verbesserter Nahkampf. Das bringt mir bei dem gewissen Herren nicht so wirklich viel. Das dürfte ein Parasit sein, ne? Oder? Jetzt benutzen. Der Schlüssel benutzen wir. Er wirkt jetzt auch Schaden. Super. Ich meine, ich war auf Stufe 3. Ich glaube, das macht uns ja eh ein bisschen stärker. Okay. Ich hatte erst ein bisschen Angst gehabt, dass wir wieder irgendwo einbrechen und dann halt ein gewisses Viech kommt. Lalalalala. Und ich habe mir halt auch extra... Okay, vielleicht habe ich Glück. Bitte meine Waffe. Das wäre schön. Ja, ist meine Waffe, ist aber relativ schlecht. Ich kann ja nochmal hier durchgehen. Nee. Ich habe das große Viech gehört. Weil mein Gedanke war eigentlich gewesen, vielleicht nochmal zu gucken, weil ich ja eh die Äther angespart habe. Das war einfach... Oder dass ich auf Nummer sicher gehe. Wo geht's denn da eigentlich hin? Dass ich so ein bisschen auf Nummer sicher gehe. Ah. Ach, fuck it. Ich probier's jetzt einfach. Und da nochmal, sage ich mal, vorher abspeichern. Dass wir wenigstens 2 Versuche hintereinander haben. Problem ist bloß... Wenn ich halt in den Bereich reinkomme, und der hat sich gerade so angehört, von wegen Bereichsabriegelung. Nee. Das hatte ich ja schon mitgenommen. Nein, geh weg, Alter! Oh, wie fies! Seit wann fliegen die jetzt noch hier rum? Nein. Aber gut, der hockt da hinten. Auf die Augen muss ich aber trotzdem schießen, ne? Sonst sehen die mich wieder. Dass es nur die Viecher sind. Adrenalin Level 5, toll. Mal auf hier die Bude. Dann haben wir wenigstens noch mal einen zweiten Versuch. Ich muss mich halt dann wirklich darauf verlassen, dass ich irgendwie Skill gewinne. Aber ohne den... Kann hier nicht noch Zeug sein, was ich mir vorher übelst einsammle? Alter, warum zum Fick ist da auch immer... Ja.
Shit. Sagen, langsam müsste doch mal Phase 1 durch sein. Shit. Oh, ernsthaft, Alter, sonst ziehst du nie so viel ab, du blöder Wichser. Sorry, ist aber wahr, ey. Scheiße. Ja, aber dennoch. Kann ich den eigentlich auch? Jo, kann ich. Ich meine, wenn ich schon Adrenalin Level 5 habe. Ja, dieses Doppelte ist wieder scheiße. Also, es kann sein, wenn ich viel Zeit und Langeweile habe. Man kriegt das hin. Nehme ich mal stark an, wenn ich jetzt... naja, die Waffe noch ein bisschen besser wäre wie vorhin. Und ich auch noch was zum Heilen habe. Dann kriegt man das, glaube ich, ganz gut hin. Ne? Also man muss halt sich bloß ein bisschen weiter umgucken und lala, vielleicht noch das mitnehmen, was, naja, dieses Türchen oder wo wir eingefroren werden, da wo ich auf jeden Fall noch so gesehen einen zweiten Versuch habe, das ist schon machbar. Das Problem ist bloß, ich weiß nicht, wie lange so was dauert. Und da ich ja so, ich will das jetzt nicht als Souls-like-Spiel, sag ich mal, unbedingt betiteln, geht für mich halt trotzdem selber so gefühlt so ein bisschen in die Richtung, das sowieso mir nicht so liegt, und ich da halt auch nicht lange Freude dran habe oder dann den Biss dazu habe, dass mich das anspornt, das nervt dann irgendwann eher. Ja, würde ich, glaube ich, das LP an der Stelle erstmal beenden. Es waren jetzt bloß, glaube ich, 7 Folgen oder so. Ist ein bisschen doof. Und ehrlich gesagt, ich habe es ja damals bei Erik gesehen gehabt, aber jetzt kein Endboss-Fight oder sowas. Aber ich habe mir gedacht, so, naja, ist jetzt nicht unbedingt was, was ich mir kaufen wollen würde. Ist jetzt über PS Plus gratis gewesen, sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht. Deswegen ist jetzt, die Frustration hält sich dementsprechend auch in Grenzen. Wie gesagt, also von der, was ich am Anfang sagte, so von der Steuerung, das ist halt echt schön smooth. Es ist eigentlich von den Gegnern hier nicht zu schwer, die man so findet. Der Endgegner an sich auch nicht weiter. Aber dass du immer diesen Loop hast. Ich meine, die werden sich ja klar schon was dabei gedacht haben. Dass du halt immer wieder diesen Loop hast, wo du immer wieder von vorne irgendwie anfangen musst und das ist relativ random, wo du irgendwie was findest. Immer wieder die Map neu aufdecken und so, das ist halt irgendwann ein bisschen, obwohl es so gameplay-technisch an sich mit dem Rumballer und so, es macht Spaß, aber wenn du halt immer wieder ein und dasselbe und immer wieder ein und dasselbe ist, zumindest für mich so, nee, das
Das ist nun mal nicht meins. Also wie gesagt, es kann möglich sein, dass wenn ich andere Sachen viel vorproduziert habe oder so, wenn es mich da mal wieder gecatcht hat, irgendein Spiel, was ich dann auf einmal übel schnell durchruppe, dass ich dann vielleicht mal so reingehe. Ich hätte halt den wirklich gern besiegt, weil wenn es jetzt so sein sollte, dass ich diese Zwischen... Das ist ja nicht der einzigste Boss, ne? Wenn ich die besiege und es wird an dem Punkt nicht gespeichert, ich müsste eigentlich alle in eben Rutsch machen. Sehe ich irgendwie nicht. Deswegen, ja, wird es das erstmal für Returnal gewesen sein. Wie gesagt, also sich da wieder reinfuchsen ist eigentlich auch ganz, glaube ich, ganz, ganz easy. Ah, cool. obwohl, das könnten wir eigentlich mal machen. Wie sie dann nochmal abstürzt, so als Endsequenz. Mal kurz gucken. Also sie wird, glaube ich, gleich sterben. Ja, ich würde an der Stelle trotzdem sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ist halt leider nichts geworden mit ihrer Geschichte, zumindest für mich. Vielleicht, wie gesagt, ich will es nicht unbedingt ausschließen. Ist ja nicht so, dass ich vielleicht... Ich glaube, das war bei Agony gewesen, wo mir dann noch 2, 3 Folgen eigentlich bloß gefehlt haben und ich das nach einem Jahr oder anderthalb Jahren dann fertig gemacht habe. Weil ich, glaube ich, bloß noch ein paar Folgen brauchte wegen irgendeinem neuen Release. Weiß gar nicht mehr, wie das war. Da hat es auf jeden Fall auch sehr lange gedauert, bis ich das mal dann durch hatte, weil das auch bloß fucking nervig war. Und hier ist eigentlich bloß dieser Loop das Problem. Wenn man die Option hätte, das auszustellen, dass man halt an bestimmten Stellen speichern kann und dass ich mich an einem gewissen Herrn Fricke öfters versuchen kann hintereinander, dann wird das gar nicht mal so ein Problem. Aber dadurch, dass man immer wieder, ich habe es ja schon erklärt, dementsprechend, ja, würde ich trotzdem sagen, ja, vielen Dank fürs Zusehen und mal gucken, was, ja, was wir morgen machen, weiß ich noch nicht. Also, ja, ihr werdet es ja dann sehen, was dann morgen auf dem Kanal um die Uhrzeit kommt. Also, vielen Dank und bis dann. Ciao, ciao.